Und herzlich willkommen zum heutigen Stream. Das war gerade sehr krampfig, deswegen bin ich auch 23 Minuten zu spät. Es tut mir leid. Ja, irgendwie habe ich das nicht so ganz zum Laufen bekommen hier, weil ich wie immer zu doof bin. Im Fenstermodus funktioniert es jetzt. Keine Ahnung, muss dann halt so gehen. Ja, wir spielen Paladins. Ich muss sagen, das habe ich heute Morgen von dem lieben Bumbi geklaut. Ich habe mich durch Zufall seinen Stream gesehen und habe festgestellt, dass ich das nicht kenne, was er dort spielt und dass das irgendwie krass aussieht wie Overwatch. Und das wollte ich eigentlich schon immer mal spielen, aber es ist mir halt für 60 Euro ein bisschen zu teuer. Dafür, dass solche Spiele eigentlich überhaupt nicht mein Ding sind und ich das wahrscheinlich dann auch nicht regulär spiele, sondern dass das nur so ein Ding für Zeit ist halt, also was ich halt nicht dauerhaft spielen werde, denke ich, außer es packt mich halt so, dass ich wirklich sage, okay, ich komme da jeden Tag wieder und spiele da jeden Tag. Naja, auf jeden Fall, lange Rede, kurzer Sinn, habe ich mir das von ihm geklaut und spiele das jetzt ungefähr, also den ganzen Tag schon. Also sagen wir mal so 5, 6 Stunden vielleicht. Und also erwartet jetzt nicht, dass ich hier voll der Oberpro bin, das bin ich nämlich nicht. Erahnen, welchen Charakter ich am liebsten mag, könnt ihr vielleicht schon. Ich habe mich sofort in eine Dame verguckt, die ich auch echt ganz gerne spiele. Am Anfang habe ich auch ehrlich gesagt, also habe ich auch alle Runden gewonnen irgendwie. Die letzten zwei waren aber eher nicht so geil. Lustigerweise leckt es jetzt auch total. Ob das daran liegt, dass es im Fenstermodus ist, ich habe keine Ahnung, aber das wird schon irgendwie klappen. Hoffe ich. Naja, auf jeden Fall seht es mir nach, wenn ich mich nicht so auf den Chat konzentrieren kann, da ich von dem Spiel noch recht gefordert bin, da ich noch nicht so lange spiele. Select your champion. Cassie. Ja, die mag ich. Deswegen habe ich mich auch ihrer Haarfarbe ein bisschen angepasst. Meine sind ein bisschen länger hier, ich müsste die noch schneiden, aber vom Zopf her sollte das schon ungefähr passen. Meine Haare sind ein kleines bisschen dunkler, aber. Ich habe auch echt schon überlegt, ob ich sie cosplaye, weil ich sie echt cool finde. Und auch ihre Outfits sind echt schön. Ich hoffe, der Spielton ist nicht zu laut, aber es sieht nicht so aus. Ich mache das mal so ungefähr. Ich denke, dann habt ihr beides. Bin mal gespannt, ob jetzt am Sonntag überhaupt irgendwer zuguckt. Es ist ja jetzt doch nicht so der Standardtag. Ich muss auf jeden Fall mein Headset leiser machen. Denn ich habe ganz schön Lärm auf den Ohren und dann fange ich an, euch so anzuschreien. Das macht ja auch keinen Sinn. So, ich kenne auch die ganzen. Den hier finde ich auch noch richtig, richtig cool. Pip heißt er, glaube ich. Der erinnert mich so ein bisschen an so eine Mischung aus Ratchet und Clank. Also aus Ratchet, aber als Fuchs. Auch mit seinen Waffen so, der ist eigentlich ganz niedlich noch. Die hier kann ich auf den Tod nicht leiden, die killt mich ständig. Also wenn sie in meinem Team ist, ist okay, aber so regulär kann ich die. Jetzt habe ich vergessen, was zu kaufen. Regulär kann ich die überhaupt nicht leiden, wenn sie im gegnerischen Team ist. Also es läuft jetzt richtig schlecht gerade. Eigentlich läuft das Spiel total flüssig. Aber jetzt durch Streamen, glaube ich, ist das irgendwie nur noch mal zu viel. Ist natürlich schlecht jetzt, weil meine Reaktionsfähigkeit dezent eingeschränkt ist, aber okay. Das kriegen wir schon hin. Warum kommen die denn alle von hinten? Das ist denn deren Problem? Scheiße! Gut, das fängt schon super an. Braucht man nicht. Fängt schon gut an, weil ich wieder versuche zu sammeln und euch zu entertainen, anstatt einfach zu spielen. Ich halte jetzt die Fresse. Alle anderen Streamerinnen machen das auch so. Halt die Klappe und halte währenddessen nicht meine Brüste in die Kamera. LOL, was ist hier los heute? Ich habe den ganzen Tag habe ich gewonnen ohne Ende. Und jetzt weiß ich nicht.
Wahrscheinlich kommen jetzt die ganzen Leute aus ihren Löchern, die das Spiel richtig gut spielen können schon. Die machen mich jetzt fertig. Oder ich bin einfach unaufmerksam, ich weiß es nicht. Aber es leckt halt auch echt extrem. Ich bin auch schon wieder in dem schlechteren Team, glaube ich. Da ist auch schon wieder so eine Fotze dabei. Entschuldigung, dass ich das laut sage. Die kotzt mich so an. Die sneakt sich jedes Mal von hinten an. Und tötet mich immer. Und bis ich die gesehen habe und geschossen habe, ich meine, ich bin ein Armbrustschützer. Ne? Das ist jetzt nicht so, als hätte ich so mega krasse kurze Reaktionszeiten. Ey, das ist so nervig. Dieser Charakter ist einfach so nervig. Scheißrig, ey. Das Ding ist, wenn das beim Stream weiter so ruckelt, muss ich halt auch echt umsteigen auf ein anderes Spiel, weil du kleine Fotze, du hast dich schon wieder von hinten angeschlichen. Ey, ich dreh am Rad. Scheißdreck. Deswegen spiele ich solche Spiele regulär nicht, weil ich immer voll fluche, weil ich total unfreundlich werde bei sowas. Ich hasse das. Aber es macht halt echt Spaß. Also es ist jetzt irgendwie nur in der letzten Stunde so, dass irgendwie viele Leute da sind, die halt mich irgendwie immer so zerreißen. Und ich habe halt echt noch nicht so viel Ahnung. Und war der Meinung, dass ich sie eigentlich ganz gut spielen kann. Ja. Aber wie gesagt, es läuft halt jetzt auch extrem schlecht. Wahrscheinlich auch, weil, ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, erst seitdem es im Fenstermodus ist. Kein Plan. 5, 4, 3, 2, 1. Oh, diese Fotze, ohne Witz. Ohne Witz. Versuche ihr nicht zu nahe zu kommen. Ja, genau. Ist ja nicht so, als würde die immer plötzlich auf einmal hinter mir stehen. Die regt mich so auf. Oh, die regt mich so auf. Ich kann die nicht leiden. Ich habe auch das Gefühl, die ist ein bisschen imbar irgendwie, weil die killt mich jedes Mal. Jetzt stehe ich schon wieder vor der. Was ist mit der nicht in Ordnung? Das ist ja nicht normal. Warum bin ich jetzt schon wieder gestorben? Alter. Ich sollte das nicht streamen. Ich sollte das nicht streamen. Was ist hier los, verdammte Scheiße? Ich bleib hier gleich drin, ey. Wenn ich gegen die spielen muss, kann das echt nur scheiße enden. Ich weiß auch echt nicht, was los ist, ey. Komm. Alle hier aus ihren Löchern, die das Spiel richtig gut können. Und ich, kleiner Kacknoob, ich stehe hier und werde auseinandergenommen. Und das hat vorhin echt gut funktioniert. Aber irgendwie. Ja, gleich wieder in die Fresse, ey. Boah. Da ist sie schon wieder hinter mir. Ich habe auch das Gefühl, irgendwer hat's. Die haben es auf mich abgesehen. Dieses Guy hat's immer auf mich abgesehen, egal wer die spielt. Sie haben echt ein ziemliches Problem mit der Frau. Ja. War klar, das war jetzt irgendwie nicht, ich weiß nicht. Hätte ich jetzt immer nur ins Noob-Team gesteckt und ja, ist schön, dass sie ganz viele Highlights hatte. Das habe ich gesehen. Unfassbar. Das war richtig kacke. Mann, ey.
Vor allen Dingen, ich spiele einfach auf einfach. Und die nehmen mich alle auseinander. Guten Abend, Lastenhaft. Hallo, Tripets. Oder wie auch immer man das ausspricht. Yay, ein Pro. Ich bin keiner. Nein, sie ist weg. Ah, scheiße. Ying. Dann spielen wir Ying. Da war ich zu langsam. Na, Manu. Ich spiele eigentlich nicht so gerne Supporter hier. Guten Abend. Seht zu, wie ich mich zum Arsch mache. Vor allen Dingen, wie ich mich zum Arsch mache und wie ich mich tierisch darüber aufrege. Ich sage ja, solche Spiele sind nicht gut für mein Herz. Ja, ist okay. Aber es ist keine Sky dabei, das ist schon mal gut. Keine Sky. Oh. Ich kann die echt nicht leiden. Eigentlich müsste ich sie selber spielen, weil die so genau das macht, was mir eigentlich an einem Charakter gut gefällt. So von hinten anschleichen und Leute meucheln und so. Aber ich habe so einen Hass auf die jetzt schon. Nach der kurzen Zeit, dass ich die nicht selber spielen kann. Das würde mich. Das könnte ich nicht mit mir vereinbaren. Ach, naja, Sieg verhelfen, werde ich ja auch nicht besser von. Da habe ich gute Leute, die mit mir spielen, die es voll drauf haben und ich bin trotzdem noch voll der Kacknob. Ich muss es ja lernen. Wenn das nur auf die harte Tour funktioniert, dann ist das halt so. Ich sage ja, ich habe jetzt seit einer Stunde schon das Gefühl, dass die Gegner einfach viel zu stark für mich sind. Ich weiß nicht warum. Am Anfang habe ich noch echt viel gewonnen und jetzt irgendwie wird es immer bekackter. Vor allem, wenn Sky dabei ist. Nutze deinen Hass, ja. Rage Mode. Nicht so viel sabbeln machen. Bitch. Hauptsache ich treffe nicht. Schön schießen und nicht treffen. Mann! Das merke ich, Mäuschen. Du brauchst mich nicht anschreien. Warum stehen die auch alle hier oben? Scheiße. Versteckst du dich gerade? Na toll. Geh mal da runter, wo ich dich nicht mehr treffe. Super Idee. Hier sind mir eindeutig zu viele Rote. Seinem Scheiß rumgefliege, ne? Bin ich die Einzige, die gerade noch hier ist, oder was? Oh oh. Warum fliegt sie so durch die Gegend, was da passiert? Ja, wir können gerne eine Runde zusammenspielen hier nach. Das war ja der Plan. Dass mich Leute, die das besser können, dabei unterstützen, mich zu verlieren. Komm her, du! Na! Oh, sag mal! Einfach nicht treffen.